Herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Wir hatten schon einen Trailer zum neuen Joker von Lee A. De gesehen. Lo aus einem neuen rauskommen, den gucken wir uns natürlich auch direkt an, weil ich schon richtig Bock auf einen neuen Joker-Film. Obwohl ich am Anfang hatte ich noch gesagt, ich weiß nicht, ob der Film eine Fortsetzung bräuchte, du warst ja am Anfang auch gesagt, es keine Fortsetzung gehen, der Film soll da lang für sich stehen. Hat auch absolut Sinn gemacht, mehr natürlich logischerweise, ich kann das ja auch nur verzeihen, so ein immens kommerziellen Erfolg, da muss halt weitergeführt gehen. Mehr, wenn das gut weitergeführt geht, dann ist das ja alles okay. Dann ist das ja noch rein. Dann kann man das machen, ne? Also Potenzial ist ja doof, ihn nicht weiterzuführen. Und wieso nicht? Den ersten Trailer hat schon fand ich relativ vielversprechend ausgesehen. Der tun ich schon ganz cool von Lady Gaga. Lady Gaga als Harley Quinn. Und ja, dass der ganz in seine Richtung Musical geht, wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht gefallen. Mir gefällt das. Ich freue mich darauf. Ist schon Musical Scare. Okay? Verurteilt mich du weiter? Von mir aus? Aber ich feiere das. So, und ich ging so und wir gehen da weiter einfach mal direkt ran und gucken uns und was Joker von Lee A. De den neuen Trailer zu bieten wird. Two years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. So, einfach ein Joaquin Phoenix Anfang seiner Parade. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. Boah, wie unangenehm. Wie zahlt das schon im Spiel? Das Lachen, also so. When I first saw Joker, when I saw you, the whole world smiled with you. For once in my life. I didn't feel so alone anymore. Boah, Alter. Werd ja dann Arkham Asylum sehen, ne? For once in my life. I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. Ich liebe das Spiel mit Warnvorstellungen, so, dass das so, das bietet so viel Raum für visuell, also für so Szenen. Immens Bedeutung schwanger können, hier zu riechen, für ganz viel Symbolik dran zu verstoppen. Fand ich mega geil. Insgesamt, ich will nicht viel dazu gesagt, weil ich fand, den Trailer wirkt bis los schon mal mega gut an, wirkt schon mal viel besser wie den Asian-Trailer, kriegt irgendwie, du denkst nicht schon mal viel besser den Tonus vom Film angefangen. Mal gucken, wie es weitergeht. Und ich bedenke, Oktober, das ist immer gut, nicht so lang. Your Joker. Look around, look at all these people. I will no longer allow any of you to stop your sign. To keep me down. Be happy again. So wie nur ausgesagt hat, der gesamte, komplette Gerichtsprozess zu dem, also er geht ja darum festgeholt, wie der ausgesagt, er geht zu einem Art Symbol, und da geht halt so gesamte Gerichtsprozess, den musst du dann so angucken. Fand ich schon eine spannende Prämisse. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Oh mein Gott. Ah, was für geil Szenen. Was für geil Szenen. Einfach gut. Ich freue mich so krass auf das. Ich meine, das geht richtig gut.
come on, get happy. Ready for the judgment day. Ich meine, du geht richtig finster. Du geht manchmal richtig düster und fängt manchmal den Tonus von einem Joker, wird ein richtig gut aufhängen. Sie richtig gespannt und ich weiß nicht, was ich noch dazu so und ich will nur nicht so weit viel greifen, weil der Film wirkt für mich wirklich, wie wenn den Trailer wirkt für mich, wie wenn dafür zum am ersten Teil gemacht und richtig gut werden umsetzen. Hoffen wir, dass ein Trailer heute nicht zu viel verspricht. Anders dass das klappt. Und erzählt mir gerne in den Kommentaren, wer dir Lot von dem Trailer du hält, wie viel Bock dir auf den Film du hat. Und dann ging es so, na warte doch schon. Und dann sehen wir uns an einer nächsten Episode dann rum. Allez, ciao!